Good morning world. Zweiter Tag in Mykonos. Alina hat einen kleinen Kater von gestern. Obwohl ich nicht mal viel getrunken habe. I love my life. Du hast schon viel getrunken. Es geht mehr. Es ist ja okay. Wir machen uns jetzt fertig. Wollen nämlich heute an den Strand. Ja, ich weiß. Dann lassen wir die Tomaten. Dann machen wir nur Ei und Früchte. Und dann kaufen wir heute noch mal Tomate. Wir haben nicht so viele Früchte, ne? Wir haben nur Trauben. Ja. Dann müssen wir heute noch mal einkaufen gehen. Ja. Genau, Alina flechtet mir jetzt mein Haar und meine Augenbrauen sind so dunkel, ich weiß. Ich hätte heute mal deinen Top benutzen sollen. Aber das Gute ist dann, wenn ich nämlich im Wasser bin, dann hält das nämlich vor lange. Und in der Sonne sieht es mal aus. Breakfast. Tomate, Mozzarella ist ein bisschen klein gekommen, ne? Ja, wir essen hier jetzt zusammen und danach gehen wir an den Strand. So, wir sind jetzt hier an der Bushaltestelle und holen uns ein Ticket zum Super Paradise Beach oder irgendwie sowas, weil wir an den Strand wollen. Und es ist so krass, ich komme auf jeden Fall dieses Jahr nochmal hierher. So safe, so geil. So, wir haben jetzt hier mal nachgefragt, weil wir Mofas mieten wollen. Und wir haben ja alle so Führerschein, also dürfen wir die auch fahren. Die haben erstmal nicht verstanden, dass man in Deutschland so, Entschuldigung, wenn man seinen Führerschein hat, dass man auch automatisch einen Mofa fahren darf. Mit 50 Kubik, glaube ich. Und ja, das ist, was wir gerade gemacht haben. Und wir werden uns morgen wahrscheinlich einzuholen. Das kostet 15 Euro pro Tag. Das ist saugeil. Wir sind jetzt beim Paradise Beach angekommen. Es ist echt windig und die Busfahrt war wirklich der reinste Horror. Ich habe mich fast übergeben. Oh. Das war so schlimm. Die ist hoch und runter mit dem Wackeln die ganze Zeit. Mein Magen verträgt sowas gar nicht. Ich bin so empfindlich, was das betrifft. Mir ist immer noch schlecht. Ich bin so empfindlich, seid ihr auch so empfindlich wie ich? Ich weiß, alle anderen sind nie so empfindlich wie ich. It's a Latin house party. We have reggaeton, salsa, merengue, salsaton, whatever makes you twerk. And yes, our main instructor is from Brazil, so he twerks anyway. His name is Jefferson. You're gonna see. 6.4, Jack, black guy, doesn't stop twerking. Go! So, wir sind jetzt hier in so einem Beach Club. Ich zeig mal, wie heißt es? Guapa Loca? Guapa Loca. Und wir wurden jetzt hier eingeladen und kriegen ein Bucket und haben diesen Tisch. Hoffentlich enden wir nicht mit einer Rechnung. Also versprochen wurde keine Rechnung. Let's see. Ja, bin gespannt, weil sonst raste ich richtig aus. Halloween! What's going on here? I'm just. So now you're coming into my YouTube. YouTube. I'm really drunk. Fuck yeah. Hey guys, it's the next day. Wir haben jetzt schon 6 Uhr gleich. Wir haben heute viel gechillt. Sag, wenn du irgendwo hin willst, ne? Also viel gechillt, weil Alina hat starken Husten und ich habe Sonnenbrand von gestern. Und meine Mama told me, ich soll mich eincremen, aber ich war so, pff, die Sonne ist hier nicht so krass. Und dann, yes. So, jetzt sind wir
angedresst und machen jetzt Bilder irgendwo. Wir suchen jetzt gerade eine Location. Ja. So, wir sind jetzt fertig. Das ist mein Outfit. Das ist Alice's Outfit. Meine voll, Lieben. Voll süß in pink alles. Jo. Schick, schick. Da Caro. Ach du Scheiße. Scheiße. Vor allem ist es so richtig Porträt. Ich bin so verschockt. Oh Gott, das ist so creepy. Ah! Ich habe gerade von Ina das Bild ein bisschen gefotobombt und es ist so creepy. Aber ja, das sieht voll gut aus mit dem Haare offen oder zu. So, so, ne? Sieht elegant aus, weil rote Lippen, das ist dann so elegant. Ja, und wir gehen jetzt essen. Ich bin very excited. So, wir sind jetzt hier in einem Restaurant und das heißt... Wie hieß es nochmal? Uno con... Uno? Achso. Ja, genau. Uno con carne. Wollen wir mit Sprudel oder ohne? Mit... Achso. Dann, nee, dann lass ohne. It is also Japanese. We have an excellent sushi. Ja, machen Sie mit. Okay, aber am besten not cold. Not cold. Yeah. Yes. Thank you. So, I'm not good ice. No. Okay. Thank you. And would you like in the fridge or room temperature? Room temperature, please. Genau. Wir sind jetzt hier. Hier gibt's auch Sushi. Oh, sorry. Da hätte ich auch voll Bock drauf, to be honest. Und ja. Alina hat den Schnupfen. Und es ist ein bisschen windig. Und ich mit meinem weißen Outfit passe voll zum griechischen. Du gehst voll verloren. Ja, aber mein Lippenstift holt's wieder. So, wir haben jetzt unser Essen. Ich habe Chili con Carne, Pommes, Brokkoli frittiert. Ach ja, genau. Und auch Chili con Carne, Salat, Fleisch und Pommes. Und. Oh, yes. Und ja, guten Appetit. So, Leute. Focus on me, please. Wir gehen jetzt. Stößchen. Wir gehen jetzt gleich feiern. Wir haben, wie viel haben wir? 10 vor 11. 10 vor 11. Ich denke, mal eine halbe Stunde nehmen wir den Bus oder so. Und dann gehen wir zu demselben Platz, wo wir auch. War das gestern oder vorgestern? Gestern. Nein. Nein, gestern. Gestern, wo wir gestern waren. Aber halt abends, weil Ina und Alice waren gestern. Yo. Sorry. Hä, wo ist mein Handy? Anna. Gestern Abend dort und die meinten, das ist saugut gewesen. Und deswegen gehen wir da heute Abend alle zusammen hin. Und ja, es wird sehr cool, denke ich. Es ist abends hier echt kalt. Also wirklich, deswegen nehmen wir alle eine Jacke mit, aber können die da zum Glück beim DJ abgeben. Nee, beim Barkeeper abgeben. Ey, soll ich die Hustensaft mitnehmen? Ja, wenn es dir hilft. Ich kann den hier einpacken, wenn du willst. Sieht voll aus wie eine Rockerbraut. Show me how you do it, show me how you do it. Ah, 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 ah. Ja, gib dir mal. Ich dann hier rein. Nein, ist der falsche. Hier rein. Oh, und ich lasse die Vlogging-Kamera hier, weil it's just too risky. Ich werde sie heute nicht trinken und Alina auch nicht. Aus Krankheitsgründen? Und ich aus Freundschaftsgründen. Ich werde mir das für den letzten Abend aufheben. Da musst du auch trinken. Ja. Deswegen wollen wir das nicht risken. Und genau, ja, ich lasse die Vlogging-Kamera hier, wie gesagt. Und ich filme mit meinem Handy und mache das wie immer so ein paar Snapchat-Videos rein. Und ich vermisse mein Mimi. Und Alina vermisst auch ihr Mimi. Ja. So traurig, dass sie sagen, ach, ich würde gern wieder zu Hause sein, weil ich will eigentlich nicht hier weg, aber ich will mein Mimi wieder haben. Ja, das, ich habe mich heute Morgen auch so schlecht gefühlt. Ich war so, oh Gott, ich wäre jetzt so gern nicht hier, aber ich will nicht hier weg. Ja, ja, die müssen einfach mal hierher kommen. Ja, und yes, that's the plan at the moment. Wir haben heute so geile Bilder gemacht. Nochmal kurz ein kleines Review zu dem Essen. Ich muss ehrlich sagen, Alinas Essen war ganz geil, aber ich fand meins jetzt nicht so Bombe. Ich fand die Chili con Carne für 18 Euro jetzt nicht das Geilste, was ich jemals gegessen habe. Also, I would not recommend going there, because it's really expensive. When you're shitting money, you can go there, because it's pretty nice. Aber wenn nicht, dann nicht. Nee, selbst wenn du money shittest. Nein, dann war es echt lecker. Das Fleisch dort ist echt gut. Ja, aber die Chili con Carne nicht. Ja, dann bestellst du halt nicht Chili con Carne. Der Rest war super lecker.
Ja, wir hatten nur einen Tisch. Also ihr Tisch war okay. Diese Trüffelsoße, die war echt geil. Und das Fleisch war auch wirklich, wirklich gut. Also das war, ich habe Ahnung von Fleisch, ich liebe Fleisch. Das Fleisch war echt gut. Ja, nur ich fand die Chili con Carne nicht gut. Also ich finde, die ersten zwei Löffel waren okay, aber danach war es so, that's really heavy. Da war die Chili con Carne aus unserer Schule besser, fand ich. Aber ich finde, in unserer Schule sind so basic Scheißsachen eh immer ganz geil. Ja, weil das so Fertigsachen sind. Ja. Uns jetzt fertig, weil wir jetzt an einen neuen Strand gehen. Ich habe heute mal so eine BB-Cream von Alina ausprobiert. Die hat SPF und ihren Augenbrauen-Dings und das ist taub. Und eigentlich passt das echt gut. Nur auf Bildern sieht das extrem hell aus. Ihr meintet, ich soll mal meine Augenbrauen heller machen mit einer Pommade und ich finde, das sieht eigentlich echt gut aus. Nur auf Bildern ist es, wie gesagt, hell. Das sieht gut aus. Ja, und dein Augenbrauenstift muss ich mir nachkaufen. Das ist von Anastasia. Mhm. Geil. Going to buy it. So, wir machen den jetzt fertig und dann nehmen wir den Bus. Getroffen habe. Willst du vielleicht irgendwas sagen? Irgendjemand grüßt oder so? Ja, meine beste Freundin, die Lea und die Anna. Hey. Wussten die, dass ich auch hier bin? Und du nee, auch? Die wussten es nicht. Also nur von mir, aber nicht von dir. Krass. Sau. Du kommst aus Bayern, ne? Ja. Bei Nürnberg. Die haben gerade nämlich Pfingstferien. Sau geil. Und wie lange bleibst du noch? So, Leute. Unser vorletzter Tag. Morgen fliegen wir. Und wir liegen jetzt am Strand und entspannen. Gestern sind wir zu Hause geblieben, also Alina und ich. Und Alina hat mich geschminkt. Das sah richtig geil aus. Ich habe ein kleines Makeover bekommen. Und heute schminkt sie mich nochmal. Und ja, wir chillen jetzt hier noch ein bisschen am Strand. Ein, zwei Stunden. Und ja, das ist richtig heiß. Aber der Wind tut richtig gut. Und es ist nicht, so krass windig. Ja. Und das Geile ist, finde ich auch, dass es nicht so heiß, dass man richtig schwitzen tut. Das finde ich mich immer ranzig. In Dubai habe ich nämlich richtig geschwitzt innerhalb von 10 Minuten. Ich schwitze aber auch schon. Ja, ich aber nur ein bisschen, ehrlich gesagt. Yes. Hier ist es so windig. Wir haben gerade Fotos gemacht und meine Lashes sind literally fast weggeflogen.
so, wir haben jetzt hier unseren wirklich allerletzten Tag. Wir essen hier jetzt unser letztes Abendmahl. Ja, wir essen hier jetzt das typisch griechische, keine Ahnung, so Halloumi, Wrap-Gedöni. Normalerweise sieht es immer so aus. Aber ja, wir wollen jetzt hier noch ein bisschen Zeit vertreiben und dann gehen wir zum Flughafen, weil wir wieder zurückfliegen. Und wir hatten gestern richtige Probleme beim Check-in. Das war wunderbar. Und am Flughafen werde ich dann den Vlog hier beenden. Denn, ja. Guten Morgen, Leute. Wir sind natürlich nicht mehr im Flughafen. Wir hatten da voll Probleme. Weil uns gesagt wurde, dass der Flug verspätet wird, was dann auch so war. Zum Glück hatte unser Anschlussflug auch Verspätung. Weil an dem Mittwochabend war krass viel Streik in Griechenland. Und was denn? Und ja, ich beende jetzt hier den Vlog. Wir fahren jetzt gleich los nach Frankfurt. Gleich kommt unser Taxi. Und that's going to be amazing. Die Packing Situation ist literally fucked up, weil ich krieg das Ding safe nicht zu. Wie hast du das denn hierher bekommen? Hä, hey, ich hab, wollte meine Tasche nehmen. Ey, und weil ich 1000 Fragen bekommen werde, woher die Ketten sind, ich werde die unten verlinken. Ich habe die den ganzen Urlaub lang getragen. Also einmal hier so ein L für Louis, dann einmal hier ein Chanel-Zeichen und einmal hier so ein Schloss mit so einem Schlüssel-Herzchen-Dingi. Ja, so cute. Und die waren auch nicht teuer. Ja, genau, ich verlinke die euch unten und ich war mit den Baden im Wasser. War ich im Pool? Ja, cool. Stimmt, ja, ich war auch sogar im Pool und es ist nichts abgegangen, nichts verfärbt. So, that's amazing. Dann sehen wir uns einfach in meinem nächsten Video. Bye.